Hallo und herzlich willkommen zum Lesemonat Februar. Ihr seht es schon, es wird ein sehr langer Lesemonat, nehmt euch was zu trinken. Es ist der kürzeste Monat im Jahr und auch wenn er einen Tag mehr hat als üblicherweise, nämlich 29, heute ist der 29. Februar, ich werde heute kein Buch mehr beenden. Das sind nicht nur gelesene Bücher, es sind auch Neuzugänge, dazu später mehr. Aber ja, ich habe im Februar sage und schreibe 10 Bücher gelesen und gehört und ich glaube, so einen umfangreichen Monat hatte ich noch nie. Ja, ich weiß nicht genau, wie es kommt. Es hat, glaube ich, ganz gut angefangen durch den Lesemarathon. Ich habe ja einen Tag lang komplett durchgelesen. Da habe ich viele Bücher schon angefangen, die ich jetzt mit in den Februar reingenommen und beendet habe. Das Video gibt es schon online. Und dann habe ich einfach im Februar auch sehr viel lieber gelesen, Bücher gelesen, als mich irgendwie mit den täglichen Nachrichten zu beschäftigen, mit Fernsehen, Social Media. Denn ein Thema hat mich tierisch genervt, das war Corona. Ja, jetzt ist das hier auch auf dem Kanal, es nervt mich tierisch. Vor allen Dingen aber die Reaktion der Menschen, das ist aber ein ganz anderes Thema. Also das finde ich erschreckender als dieses Virus. Also da vertraue ich einfach auf mein Immunsystem, das wird schon laufen. Aber darum soll es gar nicht gehen. Ich habe einfach abends sehr gerne zu Hause gesessen, gelesen, gelesen, gelesen. Auch an den Wochenenden, ich war nicht viel unterwegs. Im März ist die Buchmesse und Stand heute findet sie noch statt und ich hoffe inständig, dass das so bleibt, denn das fände ich sehr, sehr traurig. Ich werde trotzdem nach Leipzig fahren und eine schöne Zeit dort haben, denn ich bin nicht nur für die Buchmesse dort. Aber ja, ich möchte so gerne die ganzen Booktuber sehen und meine Mädels vom Buchclub werde ich trotzdem sehen, weil ich glaube, die fahren trotzdem auch alle nach Leipzig. Aber die Buchmesse hat natürlich nochmal ein ganz besonderes Flair und ich freue mich da riesig drauf, deswegen drücke ich alle Daumen, dass nicht abgesagt wird. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, sondern es soll um diesen Stapel gehen und ich hatte gerade schon gesagt, ich habe 10 Bücher gelesen und gehört und das waren im Februar 4384 Seiten. Leider ist mein Sub minimal wieder angestiegen auf 98 und das tatsächlich in den letzten Tagen. Da muss ich euch später dann beichten, aber ich denke, ich fange mal direkt mit den gelesenen und gehörten Büchern an und los geht's. Das erste Buch war ein Hörbuch und zwar habe ich das auf Spotify gehört in der ungekürzten Version, was sage und schreibe auch 22 Stunden waren, aber ich habe in jeder Minute, wo ich irgendwie Zeit zum Hören hatte, dieses Buch gehört und eben keine Zeit zum Lesen. Also wenn ich unterwegs war beim Kochen und so weiter, ihr wisst, dass ich das immer nebenbei mache. Aber ich habe auch viel dann im Haushalt gemacht und immer meine Kopfhörer aufgehabt, weil ich einfach wissen wollte, wie es weitergeht, weil ich das, obwohl ich es nicht schneller hören konnte, wie sonst bei Audible, mega spannend fand. Es geht dort um das Nationale Sicherheitsamt. Es spielt zu Zeiten des Nationalsozialismus, allerdings mit einer, ja, Einschränkung bzw. ja einer Optimierung eigentlich, denn er spielt damit mit der Idee, was wäre passiert, wie wäre die Geschichte fortgelaufen, wenn es zu der Zeit schon das Internet, Computer, ja, Foren, so eine Art Facebook und ähnliches gegeben hätte. Andreas Eschbach geht noch einen Schritt weiter und hat in der fiktiven Geschichte das Bargeld abgeschafft, aus Sicherheitsgründen. Und ich bin ja tatsächlich ein absoluter Gegner des Bargelds und würde am liebsten alles nur digital bezahlen. Aber ja, man kann, wie das so oft ist, mit Neuerungen auch Gutes und Böses damit machen. Und ja, im Nationalen Sicherheitsamt beschäftigt man sich eben mit diesen ganzen Daten, wertet die aus und es geht um zwei Protagonisten, die dort arbeiten. Marie heißt die eine, glaube ich. Nein, sie heißt Helene. Laura Mehr ist die Leserin, also die das Buch spricht. Übrigens sehr, sehr gut vertont und eingesprochen. Ja, es geht um Helene, die dort arbeitet und auch um Lettke, das ist ihr Vorgesetzter, und um deren beiden Geschichten. Und ich fand das einfach wahnsinnig spannend. Ich möchte dazu gar nicht so viel sagen, denn ich möchte es euch sehr ans Herz legen. Es hat 5 Sterne von mir bekommen, weil es auf keiner Seite oder in dem Fall Minute irgendwie langweilig war. Es passiert immer was, es ist erschreckend, es sind aber auch schöne Passagen. Und das Ende hat mich echt geflasht. Damit habe ich nicht gerechnet, das war wahnsinnig gut. Dazu kann ich natürlich nichts sagen, aber wer es gelesen oder gehört hat, wird mir vielleicht zustimmen. Also ein großartiges Buch, hat mir sehr gut gefallen und an Andreas Eschbach habe ich mich bis jetzt noch nicht so richtig rangetraut, weil der schreibt immer solche Klopper. Aber ich glaube, ich werde jetzt mal bei Audible auch auf meine Merkliste diverse Bücher von ihm setzen, denn das hat mir extrem gut gefallen. Buch Nummer 2 im Februar war ein All You Can Read Buchclub Buch. Das haben wir netterweise vom BTB Verlag zugeschickt bekommen und wir haben uns alle riesig darauf gefreut. Und zwar von Melanie Rabe, Die Wälder, haben wir zusammen gelesen, denn wir haben auch Die Falle schon gemeinsam gelesen. Die Falle fand ich großartig, die hat von mir damals 5 Sterne bekommen. Die Wälder haben leider nur 2 Sterne bekommen. Das war nicht mein Buch.
Ich mag Melanie Rabes Schreibstil weiterhin trotzdem gerne. Ich möchte auch ihre anderen Bücher noch lesen. Das hat dem keinen Abbruch getan. Aber Die Wälder war für mich nicht nachvollziehbar von den Personen, wie sie handeln. Es ist kein Thrill richtig in mir aufgekommen. Es gab ein paar atmosphärische Wälder-Szenen. Aber wenn euch das näher interessiert, dann geht es um Nina, die eine Nachricht von ihrem verstorbenen besten Freund erhält. Tim, glaube ich, heißt er. Und da soll sie einer Geschichte nachgehen, die sie als Kinder schon beschäftigt haben und soll da was aufdecken, sagen wir es mal so, ganz kryptisch. Wenn euch das interessiert, ich habe eine Rezi dazu gedreht, die ist auch schon online, die ist sehr ausführlich, ohne Spoiler. Aber da beschreibe ich und erkläre auch nochmal genauer im Detail, warum mir dieses Buch leider nicht gefallen hat. Das war tatsächlich mit einer meiner Februar-Flops. Das aber ganz besonderer Flop, weil ich einfach so wahnsinnig mich drauf gefreut habe und dachte, das wird ein wahnsinnig gutes Buch und das wurde es leider nicht. In einer anderen Leserunde mit der lieben Anja von den Bookfriends und einer Freundin von ihr, Jasmin, Grüße an dich an dieser Stelle nochmal. Und zwar nochmal, weil es gibt dazu auch schon eine Einzelrezension, weil dieses Buch hat mich entgegen der Wälder extrem begeistert. Ich habe mir jetzt auch erhofft, dass es ein Highlight-Buch wird und das war es auch. Und zwar von Adriana Popescu, Goldene Zeiten im Gepäck. Ich glaube, ich habe schon das jetzt sehr oft in die Kamera gehalten, auch bei diversen Texts, vielleicht noch welchen, die folgen werden. Aber ich fand es einfach so, so gut. Und wie gesagt, auch da gibt es eine Einzelrezi, wenn ihr mehr ins Detail gehen wollt oder meine Meinung ein bisschen genauer erfahren wollt. Hier geht es um Carla. Die wird von Frau Kaiser, einer Altenheimbewohnerin, erpresst. Carla arbeitet in diesem Altenheim und sie erpresst sie, mit ihr einen Roadtrip zu machen. Und dann erleben sie ein Abenteuer und es springt auch in der Zeit, denn es spielt sich auch in der Vergangenheit zu Zeiten der Olympischen Sommerspiele 56 in Melbourne ab. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut in die Rezi. Es war ein 5-Sterne-Buch. Ich habe es geliebt. Ich habe auf einer Seite gelacht und auf der anderen Seite kamen mir dann die Tränen. Also Adriana Popescus schreibt, sie ist einmalig, großartig, grandios. Ich mag sie sehr gerne. Ich folge ihr auch auf Instagram. Ich finde sie super sympathisch und möchte mehr von ihr lesen. Da könnte ich jetzt einen Schwenk zu den Neuzugängen machen. Das mache ich aber nicht, denn das ist ja erst das dritte Buch. Es kommen ja noch 7, die ich gelesen habe. Oh mein Gott. Auf jeden Fall ein großes Highlight. Ich habe auch einige Stellen markiert, die ich mir rausschreiben möchte, weil, ja, das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Danke, Adriana. Der Subabbau ist ja weiterhin ein großes, großes Ziel von mir. Ich bin, wie gesagt, immer noch unter 100, es ist noch mehr geworden. Aber ich habe mir gedacht, ich schnappe mir einfach mal ein paar dünnere Bücher von meinem Subregal und habe dann mich mit der Ein-Jahr-In-Reihe weiter beschäftigt. Da habe ich nämlich noch ein paar Bücher. Das spielt immer in einer Stadt oder in einem Land ein Jahr lang, wie der Name schon sagt. Reise in den Alltag heißt es. Und es sind immer unterschiedliche Autorinnen. Ich bin der Meinung, es sind immer Frauen. Zumindest habe ich bis jetzt immer nur Autorinnen gelesen. Und die leben dort und berichten dann über das Jahr. Und in dem Fall habe ich einmal gelesen, ein Jahr in Paris und ein Jahr in Moskau. Bei ein Jahr in Paris, das hat 3 Sterne von mir bekommen, es ist ein gutes Buch, war jetzt aber kein wahnsinniges Highlight. Ich fand es schön. Ich mag Paris als Stadt. Ich habe so meine Probleme mit den Franzosen. Das mag aber auch auf traumatisierte Schüleraustausche verweisen, das war kein Deutsch, aber auf jeden Fall, ja, und darauf, dass ich in Französisch fast immer eine 5 hatte, was vielleicht auch daran lag, dass ich unfassbar faul war und diese Sprache nicht mal eben so nebenbei zu erlernen ist, aber das ist ein anderes Thema. In Paris geht es eben um Silja, das ist die Autorin, sie lebt dort und was ich da ganz gut fand, sie hat Journalistik studiert, sie lebt aber dort nicht als Journalistin, sondern steigt aus, quasi für ein Jahr will mal raus, man könnte es auch Sabbatical nennen und arbeitet dort in einem Dessous-Laden, also ein ganz normaler Beruf als Verkäuferin macht sie und lebt in einer WG und man erfährt einiges über Paris, über die Franzosen, über die Liebe in Paris, über, ja, skurrile Begebenheiten. Ich muss sagen, ein paar Szenen dachte ich so, ist das wirklich so passiert? Wenn, dann sind die Franzosen ja noch komischer, als ich es in Erinnerung hatte. Aber sie erzählt auch so ein paar gesellschaftskritische Dinge, um Migration geht es auch. Und das ist auf jeden Fall ein gutes Buch, wenn einen Paris interessiert. Die Reihe finde ich richtig gut, macht Spaß, es zu lesen. Das ist aber jetzt kein Buch, was einen wahnsinnigen Spannungsbogen hat. Das haben die alle nicht, weil sie einfach so über den Alltag berichten. Aber es war ein gutes Buch, was ich gerne nebenbei so gelesen habe. Ein Jahr in Moskau hat 4 Sterne von mir bekommen, also 1 Stern mehr als Paris, weil ich hier noch ein bisschen oder sogar ja einiges mehr über Moskau selber erfahren habe und auch über die Bewohner dort, die
Moskitos? Nein, wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, wie sie heißen, aber über die Russen in Moskau. Und hier beschreibt Carmen ihr Jahr als Journalistin dort. Sie arbeitet für eine deutsche Zeitung in Moskau, aber sie interviewt auch ganz viele Leute. Es geht auch viel um Kunst und Kultur, aber sie lebt wirklich sehr in der Stadt. Also sie berichtet vom Honigmarkt und auch von der Politik, wie die Russen dazu stehen, warum Moskau nicht Russland ist und immer ein bisschen anders. Sie ist auf der Millionärsmesse. Also da sind ganz viele Begebenheiten in Moskau. Ich finde die Stadt wahnsinnig spannend. Ich würde sie sehr gerne mal besuchen. Dort leben käme für mich überhaupt nicht in Frage, abgesehen davon, dass da eine sehr große Sprachbarriere wäre. Aber es ist schon eine sehr spezielle Stadt und Russland ein spezielles Land. Aber umso spannender war eben hier dieses Buch. Ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr das spielt. Die sind alle schon ein bisschen älter. Aber trotzdem war es sehr interessant und spannend zu lesen, wie sie ihr Jahr in Moskau dort verbringt. 2010 steht hier. Also schon 10 Jahre alt, wow. Aber trotzdem, wie gesagt, das ist eine coole Reihe. Schaut mal vorbei, wenn ihr Interesse habt. Hier ist jetzt auch kein Spannungsbogen drin, wie eigentlich bei keinem dieser Bücher, weil es ja wirklich alltägliche Dinge sind, die dort erlebt werden. Aber es ist auch eine kleine Liebesgeschichte dabei. Das nächste Buch habt ihr bei meinem ersten Rache des Sub-Videos gesehen. Und zwar geht es um diesen Schinken. Rick Riordan, Helden des Olymp. Der erste Band der Helden des Olymp-Reihe, die nach Percy Jackson spielt. Ja, der verschwundene Halbgott. Und ich habe das schon ewig auf meinem Sub, 3 Jahre. Und habe mir gedacht, wird mal Zeit, ne? Um reinzuschauen. Und dann geht es um Jason, der sein Gedächtnis verloren hat. Er erinnert sich an nichts. Kommt aber dann ins Camp Half-Blood, trifft auch vorher schon auf Piper und Leo. Es geht auch hier wieder um Halbgötter und die griechische Mythologie und auch um die römische Mythologie. Das fand ich ganz cool. Ich mag Rick Riordans Schreibstil sehr gerne. Es ist lustig, es ist Jugendliteratur, macht aber wahnsinnig viel Spaß. Allerdings hat dieses Buch von mir 3 Sterne nur bekommen. Es hat mich nicht so begeistert wie Percy Jackson, was ich ja extrem geliebt habe, die komplette Reihe. Helden des Olymp war jetzt im ersten Band mir zu viel aneinandergereihte Abenteuerszenen. Sie bekommen eine Aufgabe, wie immer, und müssen dann Abenteuer bestehen. Aber der rote Faden ist nicht so richtig klar geworden. Es gibt schon einen und am Ende löst es sich ganz interessant auf. Das fand ich ganz gut. Und ich werde auch Band 2 noch lesen. Aber so hundertprozentig begeistert, dass das ein Highlight gewesen wäre, war es nicht. Es war auch nicht so, dass ich an den Seiten geklebt habe. Ich habe ziemlich viel in meinem Lesemarathon an dem einen Tag schon gelesen. Ich glaube fast 300 Seiten, fast das halbe Buch. Und dann hat es schon noch so 2 Wochen gedauert, bis ich zu Ende gelesen habe. Auch aufgrund der Leserunden, die dazwischen gekommen sind. Aber da hatte ich nicht immer so Bock, weiterzulesen. Und das ist schon nicht so ein gutes Zeichen für ein Buch. Trotzdem, wie gesagt, 3 Sterne, ein gutes Buch. Aber ich hoffe, Band 2 begeistert mich mehr, denn Band 3 und 4 habe ich auch hier und ich würde sie ungern ausziehen lassen. Die sind auch sehr schön im Bücherregal, aber wie ihr wisst, ich habe nur ein Bücherregal und im Zweifel müssen da Bücher weg, die ich nicht so wahnsinnig toll finde oder eben auch nicht nochmal lesen würde. Aber das entscheide ich dann nach Band 2. Wie gesagt, war in Ordnung, aber Percy Jackson ist definitiv besser. Dann habe ich ein Sophie Kinsella Buch gehört und das blende ich euch ein, und zwar Dich schickt der Himmel. Ich hatte einfach mal wieder Lust auf so Frauenliteratur, ich finde den Namen total Banane, aber auf Literatur, wo es um Frauen geht und was einfach eine lustige Liebesgeschichte mit Verzwickungen ist und Komik. Leider konnte mich Sophie Kinsella in diesem Buch nicht überzeugen. Es hat nur 2 Sterne bekommen. Und zwar, ja, bedeutet das für mich, kann man lesen, muss man aber nicht. Ich fand die Protagonistin nervig, nicht so richtig nachvollziehbare Handlung. Es geht um Fixie, sie lebt in London, sie arbeitet in dem, ja, Krämerladen, kann man sagen, ihrer Familie. Also die haben so alles an Backzutaten und so Krimskrams, also ein kleines Mini-Kaufhaus. Und sie rettet jemanden zufällig im Café, und das ist einer, der eine tolle Firma hat, und dann schuldet er ihr einen Gefallen, also er sagt es, ne, ich schulde dir was. Und sie nutzt es, um ihren Schwarm einen Job zu besorgen, und das ist ein Vollidiot, das merkt man auf der ersten Seite, aber sie rennt in ihr Verderben. Ja, das mag realistisch sein, das gibt es, aber es hat mich einfach ein bisschen genervt. Ich fand die Charaktere sehr klischeehaft und sehr drüber in vielen Stellen. Ich weiß, dass das bei Sophie Kinsella öfter mal so ist, aber in den anderen Büchern fand ich das charmant und einfach nett und lustig zu lesen. Und hier, Fixie handelt einfach
oft so Banane, dass mir das nicht so gut gefallen hat. Es geht dann hin und her und Liebe und Nicht-Liebe und bla. Die Familie ist auch ziemlich drüber und sehr crazy mit diesem kleinen Kaufhaus. Also ihre Geschwister mischen sich dann da ein. Es ist alles sehr, ja, es passiert auf jeden Fall immer was, das kann man sagen. Es ist, man kann das hören, aber man muss es nicht. Also mich hat das Buch nicht begeistert. Ich werde trotzdem von Sophie Kinsella weiterlesen. Ich habe nämlich noch zwei Bücher auf dem Sub, unter anderem den zweiten Band der Shopaholic-Reihe, wo ich auch irgendwann mal weiterlesen möchte. Aber ja, Dich schickt der Himmel, das war für mich leider ein Flop. Was aber absolut, absolut, absolut kein Flop war, ist der letzte Anne Freitag, den ich jetzt auf dem Sub hatte, gelesen habe. Jetzt warte ich ganz inständig auf Mai, Ende Mai, wo ihr neues Buch rauskommt, denn alle anderen habe ich gelesen, die sie zumindest unter Anne Freitag geschrieben hat, nicht Ellie Taylor, dazu gleich später mehr. Nicht weg und nicht da. Das habe ich in einer Leserunde zusammen mit Christinchen und Sarah Sophie gelesen. Es wird eine Einzelrezi dazu geben, weil mich dieses Buch begeistert hat, 5 Sterne bekommen hat. Ich habe mit Anne Freitag wieder sehr viel geweint, sehr viele Markierungen gemacht. Es ist ein sehr ernstes Thema. Es geht hier um Depression, bipolare Störung und Selbstmord. Christopher bringt sich nämlich um. Das ist schon passiert, als dieses Buch beginnt. Und dann geht es um seine Schwester Luise, die natürlich trauert, die Trauerbewältigung machen muss. Das klingt gerade blöd. Aber sie trifft auf Jakob und die beiden nähern sich an, lernen sich kennen. Und das Spannende hier ist, dass Christopher ihr E-Mails schreibt, die er vorher vorbereitet hat, die nach und nach bei ihr eintreffen und ihr Aufgaben stellen und sie quasi wieder zurück ins Leben holen sollen. Und gleichzeitig hat Jakob aber auch irgendwas, was ihn beschäftigt. Und es ist einfach grandios. Anne Freitag schreibt wunderschön, poetisch und trotzdem so, dass man das einfach weglesen kann. Wir waren relativ schnell mit dem Buch. Es ist auch groß geschrieben und hat auch viele so Leerzeilen, aber es gibt auch ganz wunderschöne Zeichnungen, das, und auch wieder eine Playlist. Und allein das Design des Buches ist ein Traum. Deswegen möchte ich die immer im Hardcover auch haben. Die letzten habe ich auch alle, sofern es die im Hardcover gab. Und ja, es ist eine fantastische Geschichte, fantastisch geschrieben. Ich kann gar nicht mehr dazu sagen, denn es gibt eine Einzelrezi, die wird noch online gehen. Der Lesemonat kommt eher, aber sie ist abgedreht und hochgeladen. Also in den nächsten Wochen kommt einiges. Und unter anderem eben auch die Rezension, weil das ein ganz, ganz tolles Buch ist, was uns alle drei sehr berührt hat. Und ich glaube, wir haben alle drei dem Ganzen die volle Sternezahl gegeben. Genau, aber das habe ich tatsächlich von Anne Freitag auch erwartet. Und sie hat mich nicht enttäuscht. Was mich leider sehr enttäuscht hat, ist das letzte Buch, glaube ich, was ich euch zeigen möchte. Habe ich noch? Nein, das stimmt gar nicht. Es kommt noch ein Hörbuch. Ich vergesse schon, welche Bücher ich gelesen habe. Aber egal, jetzt das letzte Buch, was ich euch so zeigen kann. Es ist ein Hardcover und es war sehr, sehr lange auf meinem Sub. Ich habe das irgendwann mal irgendwo erstanden. Ich glaube auch gebraucht, so wie es aussah. Und zwar geht es um dieses Buch von Anja Reich und Alexander Osang. Wo warst du? Ein Septembertag in New York. Und man kann es am Bild auch schon erkennen. Es geht um den 11. September, um die Terroranschläge. Und es geht eben hier um das Korrespondentenpaar, was in New York lebt. Er arbeitet, glaube ich, für den Spiegel und sie ist Mutter in dem Fall, schreibt aber auch hin und wieder mal was. Ich habe mich, glaube ich, lange nicht an das Buch herangetraut, weil ich dachte, es wird wahnsinnig emotional. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie ich den 11. September damals erlebt habe, wo ich davon erfahren habe, wie ich stundenlang vorm Fernseher saß. Damals bin ich noch zur Schule gegangen und konnte das. Und was alles danach passierte. Und ich war 2004 dann danach das erste Mal in New York. Ich habe die riesigen Löcher gesehen, die Baustelle. Ich war letztes Jahr am 11. September in New York, was nicht geplant war, aber zufällig dann so passiert ist. Und ich liebe New York. Ich glaube, die meisten werden das wissen. Und mich hat das wahnsinnig berührt damals überhaupt. Ich glaube auch sehr, sehr viele. Und deswegen hatte ich so ein bisschen Angst, das Buch zu lesen. Ja, dieses Buch hat mich auch emotional bekommen, allerdings mehr negativ. Ich war genervt, aggressiv und ich finde, Alexander Osang ist ein so unsympathischer Charakter für mich geworden in diesem Buch. Es mag sein, dass er ein guter Journalist, ein guter Redakteur, ein guter Schreiberling ist, aber als Mensch und ganz besonders als Familienvater, nee. Man erfährt sehr viel über, also Anja Reich und Alexander Osang, die beiden schreiben das aus ihrer Perspektive immer abwechselnd, wie sie den Tag erlebt haben. Es fängt wirklich morgens an bis abends. Das fand ich vom Konzept her gut und interessant, aber wie gesagt, solche Geschichten leben davon, dass man die Protagonisten
meiner Meinung nach sympathisch findet oder zumindest nachvollziehbar die Handlung empfindet und irgendwie mitfühlen kann. Und ich konnte durchaus mitfühlen, als Alexander da in Manhattan ist. Er fährt dann aktiv, als das erste Flugzeug in den einen Turm geflogen ist, fährt dann nach Manhattan. Er ist Journalist, er will seine Story haben. Und ja, als er dann da ist und die Rauchschwaden kommen und er in einen Keller flieht, das konnte ich schon nachvollziehen, das konnte ich fühlen. Und das hat mich auch emotional irgendwie gepackt. Allerdings auch nur, weil ich diese Bilder aus dem Fernsehen kannte und weil ich weiß, dass viele Menschen da ganz schlimme Erlebnisse hatten. Aber bei ihm konnte ich kein Mitgefühl empfinden, weil er hat dann in diesem Keller gesessen und dann schon angefangen, wieder Geschichten zu schreiben, die Leute auszufragen. Und er hat in dem ganzen Buch wirkt er so unsympathisch. Er ist mit seiner Arbeit verheiratet und nicht mit seiner Frau. Ich fand sie dann irgendwann auch nicht mehr sympathisch, weil ich dachte, warum erträgt sie diesen Typen? Er hat dann einen Vierteldollar und kann einen Anruf tätigen. Und was macht er? Er ruft nicht zu Hause an. Er ruft in der Redaktion an, damit da die Assistentin dann seine Frau anrufen kann. Er schreibt auch selber, dass er schon weiß, dass das irgendwie jetzt unsympathisch rüberkommt, aber er hat diesen Drang und er muss das jetzt so machen. Und nee, auch was sie sonst so über ihr Familienleben beschreiben, ich verstehe nicht, warum er eine Frau und Kinder hat. Ehrlich nicht. Es gibt Menschen, ich glaube, die machen das nur, weil das muss man ja so machen. Also es tut mir jetzt wirklich sehr leid und vielleicht tue ich ihm Unrecht, aber so wie er in diesem Buch rüberkommt, ist ein wahnsinnig unsympathischer Charakter. Und auch, ja, wie man dann eben erfährt, er will dann zu den Türmen und das ist seine Story und dann ist da noch ein anderer Reporter und er hofft, er ist nicht schneller da. What? Also, ja, das hat mir dieses Buch wirklich vermiest. Wie gesagt, 2 Sterne, es wird auf jeden Fall ausziehen, soll irgendjemand anderes damit glücklich oder unglücklich werden. Ihr könnt mir ja schreiben, ob ihr das kennt, ob ihr es gelesen habt. Ja, ich hatte mir einfach was ganz anderes erhofft. Falls ihr ein gutes Buch zu dem Thema kennt, was von sympathischen Charakteren geschrieben ist und nicht von diesen Herren, dann schreibt mir das gerne mal. Aber das war leider ein Satz mit X. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich es gelesen habe. Es hätte hier sonst noch ewig auf dem Sub gelegen. Und ja, ich dachte mir, das ist ein dünnes, relativ dünnes Buch. Es hat knapp 270 Seiten. Da sind die beiden übrigens. Und ich konnte es aber nicht so schnell weglegen, weil ich zwischendurch auch nicht so viel Lust hatte, weiterzulesen, wollte es aber dann doch beenden, damit es hier ausziehen kann und damit ich mir abschließend Urteil bilden kann. Ich hatte zwischendurch dann die Hoffnung, dass es so eine Kehrtwende gibt, dass er einfach so komplett sich verändert durch dieses traumatische Erlebnis. Das wäre dann für mich noch ein Stern mehr gewesen, aber nein, das tut er nicht. Ja, schade. Und das letzte Buch war wieder ein Hörbuch, was ich auch bei Spotify gehört habe, und zwar von Ursula Posnanski, Vanitas, Band 1, Schwarz wie Erde, glaube ich, heißt es. Genau. Das ist der Auftakt einer neuen Thriller-Reihe von ihr und sie, glaube ich, Band 2 kommt jetzt demnächst raus. Und von Ursula Posnanski habe ich bis jetzt ja nur Erebos 1 und 2 gelesen, die ich beide toll fand, richtig gut, das sind aber Jugend-Thriller. Und das ist jetzt ein Erwachsenenbuch, Erwachsenenbuch, klingt falsch, Erwachsenen-Thriller-Roman, Tödliche Blumengrüße. Eine Wiener Blumenhändlerin mit dunkler Vergangenheit ermittelt gegen ein skrupelloses Verbrechersyndikat. Damals war sie als Polizeispitzel einer der brutalsten Banden des organisierten Verbrechens auf der Spur. Auf der Spur. Und ja, ein Blumengruß bringt sie dann eben nach München und dort soll sie einen Fall aufdecken. Es war okay. Es hat 3 Sterne bekommen, es ist ein gutes Buch, aber es ist auch per Definition ein Thriller. Ich habe nochmal nachgelesen, bei einem Krimi geht es darum, etwas zu ermitteln. Beim Thriller geht es oft darum, dass der Ermittler selbst auch bedroht ist. Und in dem Fall ist es so, denn ihre Vergangenheit bedroht sie quasi. Sie gilt als tot und dieses vermeintliche Mafia-Syndikat verfolgt sie. Das erfährt man aber nur so häppchenweise und immer so am Rande. Es kommt bei mir nicht so richtig diese Gefahr auf für sie. Deswegen hatte ich auch nicht so den Thriller-Aspekt. Und das ist den Fall, den sie da in München lösen soll. Der war auch okay, aber es war viel mit Beobachten und Ausspionieren und drüber nachdenken. Und das Ende fand ich gut. Tatsächlich, aber der Weg dahin war mir oft zu langatmig und zu langweilig. Das Ende war rund, ich konnte das alles nachvollziehen, ich glaube nicht, dass ich drauf gekommen wäre, aber trotzdem hat es gepasst, also für mich, zumindest war es logisch und ist auch abgeschlossen. Band 2, da wird sie wahrscheinlich wieder einen anderen Fall bekommen und trotzdem weiterhin, also der rote Faden mit ihrer Vergangenheit bekommt am Ende auch noch mehr Dynamik auf jeden Fall.
Band 2 weiß ich noch nicht, also ich werde es nicht aktiv kaufen. Wenn es bei Spotify irgendwann mal gratis ist, dann höre ich es mir vielleicht an. Es war okay. Also ein solides 3-Sterne-Buch mit seinen Mängeln, die mich einfach gestört haben. Sowohl eben die Längen und eben, dass die Protagonistin mir nicht so richtig nahe kam. Die Idee mit diesen Blumengrüßen und dass Blumen Bedeutung haben, fand ich dagegen sehr cool und spannend. Tja, und jetzt kommen wir zu den Neuzugängen. Wie konnte das passieren? Aber ich habe für die meisten eine Erklärung. Ich habe auch was zu beichten, ja. Aber fangen wir mal an. Zum einen habe ich irgendwo anders schon mal erzählt oder werde ich noch erzählen, dass ich bei Tauschticket jetzt aktiv bin und habe diverse Bücher da auch aussortiert. Dadurch ist mein Sub ja auch unter 100 gekommen, weil ich auch Bücher aussortiert habe, wo ich weiß, ich werde sie in den nächsten 2 Jahren nicht lesen und dann können sie auch weg, denn es ziehen ja, wie ihr seht, genug neue ein. Genau, und bei Tauschticket bekommt man, wenn man die dann vertauscht, Tauschtickets und kann die dann einlösen und sich andere Sachen davon holen. Ich habe mir auch schon Sachen geholt, die ich verschenkt habe und nicht Bücher, denn es gibt da alles Mögliche, auch Beauty-Kram und was weiß ich. Ich habe auch so ein paar Beauty-Pakete da online mit Sachen, die ja jetzt auch mal weg können, weil alle Freunde haben schon in die Beauty-Schublade geschaut und jetzt kann das weg. Aber ich habe auch das ein oder andere Buch gefunden. Und Sarah, Sophie und Ruth haben mir beide Absolution erteilt und gesagt, ja, das ist ja getauscht, das zählt nicht so als richtiger Neuzugang. Also es ist ja nicht gekauft. Ja, meine Vorsätze, ihr wisst. Kommen wir zu den beiden Büchern, die ich, 3 Bücher, wobei eins davon nicht auf dem Sub landen wird. Zum einen Adriana Popescu. Ich wollte ja noch mehr von ihr lesen und das möchte ich auch und da freue ich mich drauf. Und zwar Lieblingsmomente, das wäre ein Buch, was ich niemals irgendwie mir im Laden genau angeguckt habe. Aber das haben mir ganz viele empfohlen. Und ja, da freue ich mich drauf. Da bin ich sehr gespannt. Ich weiß nicht genau, worum es geht, außer um Layla und Tristan. Wir werden sehen. Ich werde sehen. Das ist jetzt auf jeden Fall erstmal, das passt hier farblich heute echt gut, auf jeden Fall erstmal auf meinem Sub gelandet. Und das andere Buch, das habe ich durch Zufall dort entdeckt. Das hat nicht wahnsinnig gute Bewertungen, aber ja, es hat mich trotzdem interessiert von Alexa Thompson, Kalte Küche, wie ich in der Antarktis nicht nur das Kochen lernte. Das ist eine Frau, die ja, in die Antarktis geht, eine Computerfachfrau und sie wird da Köchin in der Antarktis, obwohl sie gar nicht kochen kann, glaube ich. Aber ich glaube, nicht so viele Leute wollen in die Antarktis, wobei das vielleicht in den letzten Jahren sich verändert hat. Aber ich finde das Cover ganz süß und irgendwie habe ich es gesehen und für ein Tauschticket und ich glaube, das habe ich für 2 Tauschtickets bekommen. Und der Zustand ist in Ordnung, das ist ein bisschen vergilbt, aber es ist halt einfach schon älter, das kann man hier ganz gut sehen. Aber ansonsten ist der Zustand super und diese 2 Bücher sind halt auf meinem Sub gelandet. Ein anderes Buch, was nicht auf dem Sub landet, denn das habe ich vor Jahren schon mal gelesen, das möchte ich einfach hier haben und irgendwann vielleicht nochmal lesen. Und zwar ist es ein Klassiker, den ich durch Zufall beim Stöbern im Buchladen gesehen habe. Das ist keine Ecke, wo ich sonst schaue, aber ich war mit einem Kumpel unterwegs und der guckt da immer. Und zwar ist es Shakespeare, Romy und Julia, meine absolute Lieblingsgeschichte von Shakespeare. Ich habe die als Jugendliche alle gelesen, ich war Shakespeare-Fan. Und dieser Knick hier ist bei mir entstanden, der war noch nicht, keine Ahnung, wie das passiert ist. Aber was ich sehr cool finde, abgesehen davon, dass es eine super gut erhaltene Ausgabe ist und ich auch das Cover ganz schön finde, es gibt ja diverse Ausgaben davon und das ist jetzt von Frank Günther, ich weiß nicht, welche Übersetzung das ist, ich hoffe, es ist eine, die mir gefällt, aber es ist immer auf Englisch und auf Deutsch. Also eine Seite ist Englisch, die andere Seite ist Deutsch, das finde ich sehr cool, denn ich habe Romeo und Julia, ich habe es schon mehrfach gelesen, ich habe es im Englisch-Leistungskurs gelesen, ich habe es privat gelesen auf Englisch, aber auch auf Deutsch nochmal und das ist einfach ein Buch, was ich gerne hier in meiner Sammlung haben möchte. Und das war, glaube ich, auch nur ein Tauschticket und das hat sich dann irgendwie angeboten. Dann habe ich 2 Geschenke bekommen, quasi, von Sarah Sophie. Einmal hat sie ausgemistet und habe ich mir ein Buch ausgesucht, was ich auch auf meiner Wunschliste hatte, was ich wunderschön finde und irgendwann dann auch lesen werde. Und das andere Buch hat sie mir jetzt gestern, habe ich es bekommen, zugeschickt. Du Böse! Aber ich freue mich sehr, denn auch das war auf meiner Wunschliste, das wusste sie gar nicht, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Kommen wir erstmal zu dem ersten Buch, was ich mir aktiv selber ausgesucht habe und zwar von Anna Quindlen, Ein Jahr auf dem Land. Und jedes Mal, wenn ich dieses Cover sehe, habe ich Bock, einen Apfel zu essen. Ich finde es so, so schön. Es geht da um Rebecca, sie steht an einem Wendepunkt, geschieden, hat einen erwachsenen Sohn und als Künstlerin ist sie halt auch, hat sie ihren Zenit überschritten. Und sie vermietet in ihr New Yorker Apartment und zieht aufs Land. Und ich finde, das klingt irgendwie cool. Und das hat auch nicht so viele Seiten. Ich glaube, das kann man auch, ja gut, 300.
Aber ich hoffe, das wird ein schönes Buch. Und das ist aber, also rein optisch ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Buch. Und da bin ich gespannt, wie mir das gefallen wird. Also danke, Sarah, Sophie, dass du das aussortiert hast und dass ich es haben durfte. Und das ist das andere Buch, was sie einfach so zugeschickt hat. Und zwar von Gavin Extens. Das unerhörte Leben des Alex Woods oder warum das Universum keinen Plan hat. Auch da finde ich das Cover wunderschön. Das ist auch ein bisschen dicker. Wie viele Seiten hat das? Ja, fast 500. Ein hinreißendes Buch zum Lachen, zum Weinen, beglückend schön und anrührend. Und das klingt ganz toll. Das klingt total interessant. Also, das klingt irgendwie crazy. Ja. Alex, der irgendwie mit 113 Gramm Marihuana und einer Urne voller Asche in Dover gestoppt wird. Aber er ist sich sicher, er hat das Richtige getan. Ich bin gespannt. Also das ist jetzt auch auf meinem Sub, wie so viele andere Bücher. Und das hat eine ganz tolle Kapitelgestaltung. Hier sitzen immer so Vögelchen obendrauf. Wie hier auch. Was das zu bedeuten hat, muss ich rausfinden. Werde ich dann irgendwann auch. Und dann bin ich zweimal schwach geworden und habe etwas gekauft. Ja. Zum einen habe ich meinen Kindle-Sub um ein Buch erweitert. Das war im Kindle-Deal. Und ich hatte schon länger Lust, mal so einen regionalen Krimi zu lesen. Und ich sehe die Bücher immer natürlich hier im Hugendubel und überhaupt in den Buchhandlungen bei den regionalen Regalen und Tischen. Und denke mir immer, aber kaufen will ich es dann doch nicht. Ich glaube, 10 Euro oder 12 kosten die dann doch. Und dann war halt der Kindle-Deal und ich glaube, es hat 3 oder 4 Euro gekostet. Ich weiß es nicht. Und zwar von Claudia Rimkus, Eichengrund. Und das blende ich ein und da ist das wunderschöne neue Rathaus drauf. So bin ich auch aufmerksam geworden. Ich habe es gar nicht gelesen, sondern einfach nur das Bild gesehen und dachte, huch, das ist doch Hannover, das kennst du doch. Und ja, so ist es auch. Ich kenne es. Ja, ich habe keine Ahnung, ob es geht. Eine Ermittlerin, ein Krimi, irgendwas. Es wird eine Leiche geben und dann wird ermittelt. Und ich hoffe, es gibt ganz viele Hannover-Szenen. Und das werde ich dann, wenn ich irgendwann im Urlaub bin, lesen. Denn ich lese auf dem Kindle eigentlich nur, wenn ich im Urlaub bin. Jetzt zu Hause möchte ich meinen physischen Sub weiter reduzieren. Und ja, kommen wir zu dem Buch, wo ich dann gerade erst gestern schwach geworden bin. Ich hatte es in der Hand, also ich war bei Oxfam, das ist auch ein Second-Hand-Laden. Ich wusste vorher nicht, dass das einer ist. Ich bin schon tausendmal dran vorbeigegangen, aber nie rein, weil vorne sind die Klamotten. Und Klamotten interessieren mich nicht so, habe ich genug im Schrank. Auf jeden Fall habe ich dann online durch Zufall gesehen, dass sie auch Bücher haben, wie das soziale Kaufhaus, Verkauf. Da war ich tatsächlich drin. Ich war ganz oft im Hugendubel. Ich war mit dem Kumpel bei Verkauf. Ich war im Dezius, der jetzt Thalia ist. Ich war so oft stark in einer anderen Buchhandlung auf der Listermeile, die ich wunderschön finde und liebe, neu entdeckt habe und liebe. Da habe ich Postkarten gekauft, damit ich dem Drang nicht nachgeben muss, ein Buch zu kaufen. Und dann bin ich wach geworden im Oxfam. Aber ich habe dieses Buch gesehen. Die haben nur eine ganz kleine Bücherecke. Buch gesehen, hatte es in der Hand, habe es rausgezogen, dachte, oh nein, das ist auf meiner Wunschliste und ich will das so gerne lesen. Dann habe ich es wieder reingesteckt. 6,50 Euro, dachte ich, ist jetzt nicht so billig wie im Verkauf, aber es ist auch ein großes, schönes Buch, gut erhalten. Wieder rausgenommen, rumgelaufen mit dem Buch, habe es dann wieder reingestellt. Also es hat mich nicht losgelassen und dann habe ich gedacht, okay. Dann habe ich kurz überlegt, es einfach niemandem zu sagen. Und dann dachte ich mir, come on, du bescheißt dich ja einfach nur selber. Dann kannst du es auch öffentlich machen. Ich habe mir geholt von John Mars, The One, finde dein perfektes Match. Und ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Die Schrift ist weiß und so erhaben. Man sieht das nur, wenn es so, ja, sieht man wahrscheinlich nicht. Aber hier ist ein blutiger Fingerabdruck und ich finde den Buchschnitt wunderschön. Und ich lese euch mal kurz vor, worum es geht. Ich habe das, glaube ich, gesehen bei, ich weiß nicht, ob bei Lady of the Books, der Steffi, oder bei Michael von den Bookfriends oder bei beiden. Aber nicht, glaube ich, habe es bei Steffi nur gesehen. Aber irgendwo habe ich es, glaube ich, nochmal gesehen. Oder hat das jetzt jemand verschenkt? Bei der Bookshopping Queen? Ich weiß es nicht. The One wird dein Leben für immer verändern. Nie wieder Single. Dank Match Your DNA ist dieser Traum endlich Wirklichkeit. Beziehungsprobleme und schlechte Dates gehören der Vergangenheit an. Ein simpler Gentest reicht aus, um den perfekten Partner zu finden. Millionen Menschen haben diesen Test bereits gemacht und sind mit ihrem Match glücklich geworden. Moment. Millionen glücklicher Paare? Nicht so ganz. Denn auch Seelenverwandte können Geheimnisse voreinander haben, manche davon sogar tödlich. Und ich glaube, es geht hier auch um einen Serienmörder. Ja, und wenn man den als Perfect Match zugelost bekommt oder ja, ausgewählt bekommt, Also, ich bin gespannt. Ich freue mich da sehr drauf. Warum knistern die Seiten denn so? Also, ich glaube, das ist noch... Also, es hat eine Rille in der Mitte und sonst hat derjenige das wahrscheinlich sehr präzise gelesen. Aber ja, das sind so... Es gibt so Buchrücken, da schafft man das einfach nicht, außer man würde so lesen. Und das ist schwierig, weil ich merke, wenn ich es nur so aufschlage, dass ich überhaupt reinlesen kann, dann bricht es hier hinten schon. Aber das ist nicht schlimm. Wie gesagt, 6,50.
Ich werde es dann demnächst irgendwann lesen. Aber es klingt so cool und interessant und ich glaube, es wurde auch gut bewertet. Ja. Und jetzt komme ich noch zum Currently Reading. Das sind aktuell nur zwei Bücher. Ich habe auch im Februar viel parallel gelesen durch die Leserunden, aber im Moment habe ich ein Hörbuch und ein physisches Buch. Und das Hörbuch ist von Caroline Bernard, Frida Kahlo und die Farben des Lebens. Das ist aus der Reihe Mutige Frauen zwischen Kunst und Liebe. Und aus dieser Reihe habe ich schon Band 5 gelesen. Die kann man alle unabhängig voneinander lesen. In Band 5, ich glaube, es war Band 5, ging es um Coco Chanel und um Chanel Nummer 5, das Parfüm, wie sie das entwickelt und ihre Geschichte so ein bisschen und ihre Lieben und so weiter. Und in dem, was ich jetzt höre, übrigens bei Spotify kostenfrei, was mich sehr gewundert hat, denn das ist der neue Band, da wird auch überall Werbung für gemacht, das ist Band 11. Ja, und zu Frida Kahlo wusste ich nichts, außer dass sie Malerin ist und man kennt eben dieses berühmte Bild von ihr oder die berühmten Bilder, die Selbstporträts und dass sie diese Monobraue hatte. Aber ansonsten weiß ich nichts von dieser Frau, deswegen war ich ganz gespannt, das zu erfahren. Und ich habe erst so 20% gehört, bin aber jetzt schon berührt von ihrem harten Schicksal, was gleich am Anfang des Buches passiert und wie sie zur Malerei findet. Und ja, bin gespannt, wie das weitergeht. Und ein anderes Buch, da bin ich fast durch. Das wird wahrscheinlich mein erstes fertiges Buch dann im März sein. Und zwar habe ich endlich angefangen mit der New York Diaries-Reihe. Ich habe alle vier Bücher hier. Das ist Ellie Taylor, schreibt Claire und die hat auch noch geschrieben, dann Band 3 Phoebe und Carrie Price hat Band 2 und 4 Sarah und Zoe geschrieben und Ellie Taylor ist niemand anderes als Anne Freitag und Carrie Price ist niemand anderes als Adriana Popescu. Und so schließt sich der Kreis in diesem Video. Und das ist eine Liebesgeschichte und trotzdem mehr. Also es ist kein Abklatsch, die beiden haben das mehr so aus Spaß geschrieben tatsächlich. Denn es ist jetzt nicht so tiefgründig, wie Anne Freitag in ihren anderen Büchern schreibt, aber trotzdem sehr, sehr gut. Und nicht so typisch klischeehaft liebesmäßig. Es sind ein paar Klischees drin, aber das macht einfach total viel Spaß. Und es geht hier um Claire, obviously, die nach New York zurückkommt. Sie ist in New York aufgewachsen, war zwischenzeitlich in London und ja, hat sich oder wurde verlassen und kehrt wieder zurück nach New York und zieht dann in das Knights Building und um das geht es in dieser Reihe. Jedes Buch spielt um einen anderen Charakter, der dort lebt und zum Beispiel Sarah, Band 2 Sarah, gehe ich mal stark davon aus, lernen wir hier schon kurz kennen, das ist eine Nachbarin und aber hier geht es um Claire und um ihren besten Freund und ihre beste Freundin, mit denen sie in einer WG zusammenlebt. Sie zieht in den Kleiderschrank, grandios. Und um alte Liebe und verflossene Liebe und neue Liebe und hin und her. Wie gesagt, ich bin fast durch. Ich habe mir ein bisschen mehr New York-Feeling erhofft, aber es spielt sehr viel eben in der Wohnung und in dem Knights Building. Und ja, die Dialoge der Leute und was sie da so machen, erleben. Und es ist einfach, es ist lustig, es ist romantisch, es ist manchmal so ein bisschen, wo man sagen müsste, Mensch, Claire, mach's doch nicht so kompliziert, aber es ist einfach schön. Es macht riesig viel Spaß und die beiden beschreiben das selber oder Anne Freitag beschreibt es als Popcorn-Kinoliteratur und ich finde, das passt perfekt. Das ist es. Und ich freue mich, das Buch zu beenden und ich werde die Reihe auf jeden Fall weiterlesen und bin dann super gespannt, wie in Band 2, ob ich merke, dass es Adriana Popescu ist, die schreibt, wie das anders ist, ob mir das besser gefällt oder ja, ich bin auf jeden Fall hier schon mal sehr begeistert. Das hat auf jeden Fall 3 Sterne, wird es bekommen, vielleicht sogar 4, weil es mich unterhält. Also ich greife gerne dazu und ich finde, das macht schon mal ein gutes Buch aus. Und das war der wahnsinnig lange Lesemonat Februar. Das wird ein Spaß, das zu schneiden, das wird ein bisschen dauern. Und ich möchte es aber schnell hochladen, denn ich liebe Lesemonate und die anderen kommen auch und die möchte ich dann ja auch schauen. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr im Februar so gelesen habt, was euer Highlight war. Und ja, bevor das hier noch länger wird, ich habe hier jetzt einen riesen Stapel oder einen Haufen mit Büchern, die ich wieder einsortieren und wegsortieren muss. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Mittag oder Abend. Wir sehen uns bei einem der nächsten Videos. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.